Ja, kaufen, nicht kaufen. Wieso kann ich das noch kaufen? Ah, dafür kaufen. Ja, das war sonst nicht. Na gut, liebe Leute. Dann werden wir da einfach mal Holztransporte machen. Was ist unser Lieblingssport? Holztransport. Sind sie auch los eigentlich, was ich da brauche. Hoppi. Also du bist jetzt in, auf der anderen Karte. Ja. Ich glaube, da gibt es ja dann keine Missionen mehr. Nein. Ich glaube aber nicht. Also, dass das auf jeden Fall ein paar Missionen bei mir noch werden dann. Aber ich dachte schon, dass bei jedem LKW nahezu zumindest ein Holztransport, da weißt du, dass sowas drauf geht, sowas Essentielles, sag ich mal. Ja, die großen, genau. Wahrscheinlich, weil deiner zu kurz ist, vielleicht ist das ein Holz, was immer, Rahmen. Könnte sein, natürlich. Und mein Rahmen hängt hinten noch schon ein Stück von hinten raus, dann noch. Mhm. Dann können wir. Ich muss dann schauen, wie viel ich da fahren muss. Wie viele hole ich dann noch in Form über? Mit Holz meinst du? Mhm. Gut, wenn du lange hast, die kannst du mir dann lassen zum Beispiel. Also ich gesagt, es gibt keine lange, ne? Ja, hier auf der Karte. Was sagt, es gibt keine mehr, es gibt noch wieder welche. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Nein, jetzt weiß ich nicht. Jetzt hast du mich wieder allein fahren. Ich soll mal vorschauen. Ich sag ja, der will nicht mit mir spielen. Stahlträger, Ölbohrer haben wir da. Bohrausrüstung. Ausrüstung. Hammer in weißen Diesel. Die Spritbestellung mache ich da gerade. Du machst das Sägewerk, da gibt es nichts anderes. Und die Holzmission soll es sind für das Sägewerk. Außer hier. Was meinst du? Weil du jetzt nicht die Holzmission suchst oder weil du alles vorliest. Na, generell, ob es irgendwo was gibt. Mit Holz? Ja. Das sind im Sägewerk-Missionen alle.
Ja, da gibt es noch eine mit mittelgroßer Stämme. Hilfe auf der Insel. Lange Stämme, das kann ich machen. Das könnte ich machen eigentlich gleich. Warum? Das haben wir schon fast eine Stunde da noch im Lift gemacht. Und nur hin und her fahren wir LKW, oder? Okay, da sind aber auch mittelgroße dabei. Das sind lange Stämme. Oh mein Gott. Mittelgroß. Okay, ich kann die machen, aber dann musst du mir das freischalten, bitte. Still River Township. Na, warte mal. Nein. Muss man jetzt erst den Container machen. Eine kann ich dabei machen. Glaube ich. Das Holz für die Arbeiter. Also einmal lange Stämme, der Rest ist dann alles Mittel, oder wie? Einmal lange Stämme, Hilfe auf der Insel. Eine mittelgroße Mission und Holz für die... Okay, Holz für die Einheimischen machst du ja gerade eigentlich. Na, Holz für die Einheimischen machen wir jetzt. Ja. Ja, dann gibt's noch einmal mittelgroße. Und einmal lange, die kann ich dann machen. Okay. Ich glaube, ich muss bei der Nacht sein. Ich bin so... Sehr schön. So, bei der Holzmission oder wie waren wir denn da noch für Spießdeppel? Na, da muss ich rüber und von dort von einem Sägewerk das holen anscheinend. Ah nein, stimmt ja gar nicht. Stimmt ja gar nicht. Stimmt ja gar nicht. Ah, ich hab komplett falsch, glaube ich. Ah nein, doch nicht. Auch nicht. Thank you.
hoffe, dass ich nicht abfußbar, weil ich da jetzt die Abfahrt fahre mal. Ich hab abgezogen. Die Säge wird gleich in die Stadt rein. Über den Fluss. Alter, was hat er da jetzt gemacht? Da steht noch immer der Anhänger. Aber bis jetzt nicht mitkommen. Aber nice. Die Daniela hat sich so Wireless-Kopfhörer gekauft für den Fernseher. Ich meine, ist der nicht schon längst aufgeladen? Wireless-Kopfhörer fürs Fernsehen? Was gleich das was? Ja, weißt du, das, diese Bälle beschwert sich immer, dass die Daniela zu laut Fernseher schaut. Mhm. Und jetzt hat sie sich einen Kopfhörer gekauft. Wie verbindet man die? Hat euer Fernseher Bluetooth oder was? Nein, du hast. Das ist mit der Aufladestation irgendwie gekoppelt. Die Aufladestation hat ein Stromteil und hat einen Kopfhörerstecker in den Fernseher rein. Und das ist quasi die Übertragungsstation, die kannst du ein- und ausschalten. Klingt immer interessant. Bitte? Klingt sehr interessant. Mhm. Krass, war nicht gewusst, dass es sowas gibt. Aber das sieht. Sieht man Preisunterschied, oder? Hat sie beim Müller entdeckt? Mhm. 65 Euro. 60. Und ich hab gedacht, schauen wir mal auf Mediamarkt Homepage, ja. 162. Das ist der genau das gleiche Gerät. Haben wir doch schon mal Holz geliefert, oder? Oder war das was anderes? Also solche Holzstämme habe ich noch nicht geliefert. Aber lange, oder? Ich habe gar keine Stämme geliefert. Ah, okay. Ich habe irgendwas anderes geliefert. Vielleicht Stahl oder Holzbanken oder so. Ja genau, Stahlbetonträger oder so könnte das gewesen sein.
Aber da muss man irgendeinen Weg dann suchen. Ja, wieso? Ich glaube, so brauche ich nicht zurückfahren. Ist noch vorgelandet. Aber passt, ich hole jetzt die letzten zwei Stadtlager. Nice. Wie gesagt, ein paar gibt es dann mit Mittellange. Da oder drüben? Drüben. Aber ich hoffe, dass da drüben auch ein Sägewerk gibt. Ich meine, ich nehme es jetzt einmal von da mit, aber... Anzeigen tut er was. Oder dass da vielleicht nur eins Sägewerk gibt. Auf allen vier Teilkarten. Das könnte auch sein. Ja, also den fahre ich 100% nicht den Weg mit den Holzstämmen. Aber wenn der Anhänger jetzt schon so leicht kippig ist... Ohne Fracht meinst du? Ohne Fracht. Dann ist kritisch. Oder wir machen den Risikomove wieder, oder? Wir müssen anschauen, was da der Weg ist. Der dann auch wieder Stunde kostet. Sagt der, der noch keine Mission gemacht hat, ja, möchte ich hier jetzt sagen. Der Wille war da. Aber was sagst du wegen der Idee, wegen einem Helfer in LS? Aber hier, ja, ja, gute Idee. Ich denke mal, es ist halt wahrscheinlich im Grunde ein bisschen weniger, als wenn du die Missionen machst. Und die Missionen machen dich jetzt auch nicht reich. Das stimmt. 300 in der Stunde, ob ein Helfer oder einer von uns dann kriegt. So bleiben wir bei den Oldtimer, fahren keine modernen Maschinen, so wie ich jetzt. Stimmt. War das mit dem Mais? Wurmt mich, weil das... Ja. Ja, vielleicht, schau du, ich habe ein bisschen gut geschaut, ich habe jetzt nur eben so eine... Ich hätte jetzt 5-6 Oldtimer-Mähdrescher nehmen können, aber ich dachte, Mähdrescher haben wir eh schon so viel, das bringt nichts, wenn dann nicht das Passende dabei ist. Wie haben die Leute damals wirklich den Mais pflückt, oder vom Feld? Ja, es wird sicher einen geben. Es wird sicher irgendwas geben. Ich finde es ja nicht leider, dass die Suchfunktion so arsch ist da. Na, wenn du weißt, was heißt, kannst du eh suchen nach dem. Naja, Mais ist Korn, aber... Aber Kornschneideberg ist schon wieder ein bisschen, das ist sicher wieder ein Spezialausdruck. Eben. Pornhub? Nein. Pornhub? Wie bitte? Nein, du X-Hamster, ha? Huh? Aber da kann man keine Hamster kaufen. Hallo, Pepe. Was ist da? Wir verarschen einen Kollegen ein bisschen. Weil bei uns Betriebsratsbüro wird jetzt angeboten, gerade 25% auf ersten paar Monate Parship. Das hast du eh gesagt, ja. Ah, habe ich eh gesagt. So. So. Wo fährst du jetzt hin? Stadtlager. Bin ich gespannt, ich bin auch am Weg dorthin. Wie wir fahren. Also da bist du schon gefahren jetzt.
ist auch ein Weg drin, fast aber in eine andere Richtung. War ich schon wieder falsch? Aber das ist auch ein Weg dorthin. Oder ist das die geile Strecke rüber? Nein, ich fahre über die mittlere Insel. Aha. Nein, noch zu Risiko. Ich kann mal. Ist das so schlimm dort? Mhm. Wie gesagt, mir ist der Anhänger weggerutscht. Ich habe Angst, dass ich umkippe, wenn der so hoch ist. Was ist jetzt, wie hoch das ist? Aber gut, wenn du da über die Brücke, da ist ja keine Brücke, wo du da jetzt fährst. Da fahre ich das Wasser so wurscht. Das geht, ist das nicht zu tief? Ja, und da fahre ich immer. Ach so? Aha. Das heißt, da fährst du echt vorbei? Du fährst ja auch durchs Wasser durch. Oder? Ja, schon. Ja, eben. Mein Wasser war anders. Das passiert nicht, ne? Was denn? Hast du mein Wasser beladigst? Nein. Aber ich denke mal, so fährt man halt fast nur Hauptstraße. Deswegen. Bis der Einschlagwinkel ist heftig.